don't you know when the wind don't blow, the red dead sun burning up our homes. Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Spezialfolge. Wir jagen heute wieder ein legendäres Tier. Jedoch gibt es ein paar Vorgaben für dieses legendäre Tier. Und zwar, ich zeige es euch kurz mal. Wir müssen nämlich, um dass dieses Tier überhaupt erscheint, bei den Herausforderungen den Meisterjäger komplett machen. Und zwar heute 3 Hirsche, sammle 3 Hasenfelle. Dazu kommen wir aber nochmal ein andermal. Jedenfalls müsst ihr alle Herausforderungen bei Meisterjäger abgeschlossen haben, um dann am Schluss die Herausforderung 10 finde und töte den legendären Panther Jaguaro. Dass der überhaupt auftaucht. Also, macht alle Meisterjäger-Herausforderungen und am Ende taucht dann der Panther auf. Dieser Panther befindet sich, wenn ihr dann alles habt, hier unten neben dem Braithwaite Manor. Hier ist nochmal so eine kleine abgefrackte Kirche und da taucht er dann auch auf. Allerdings auch nur, wie gesagt, wenn ihr die Herausforderung beim Meisterjäger soweit abgeschlossen habt. Bei mir ist es jetzt soweit und ich habe auch hier schon das erste Fragezeichen. Denkt dran, ich sage das immer wieder, bei den legendären Tieren nehmt ordentlich Wumms mit, wenn ihr die jagt, damit sie euch nicht abhauen oder euch sogar töten. Ihr könnt die Felle nicht verletzen, also ihr kriegt auf jeden Fall immer dieses normale legendäre Fell der Tiere, ohne dass ihr da irgendwelchen Schaden dran nehmt. So, wir nehmen mal, Alter, wir haben 9 Explosivflintengeschosse. Okay, die packen wir auch mal mit ein. So, und dann gucken wir mal, ob wir den Panther finden. Ich aktiviere hier mein Adlerauge und sehe da ist das Fragezeichen, hier ist der erste Hinweis. Den Untersucher ist ein Kackhaufen vom Panther. So, und jetzt müssen wir gucken, wo wir hin müssen. Der führt uns hier rüber. Da ist der nächste Hinweis, leuchtet wieder gelb. Ich zeig's euch nochmal. So sieht es dann aus. Was haben wir hier? Hat er irgendwas zerflattert? Okay, so. Wo geht's weiter? Hier. Ab ins Gestrüpp. Oh je. Da ist die nächste und somit auch die letzte Markierung. Wenn wir die jetzt aktivieren, kommt der Panther. Und ihr wisst, wie Raubkatzen sind. Die sind heimtückisch und fies. Und wir müssen jetzt echt aufpassen, dass er uns nicht überrascht. Das heißt, Augen auf. Sitzt hier irgendwo im Gebüsch, jede Wette. Ich habe da ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf, dass die mich jetzt hier überrascht. Gehen wir mal hier ein bisschen außen rum. Lese aber auch noch nicht. Die Wildkatze. Doch, da ist sie, glaube ich. Oder? Kurz mal hocken bleiben. Schön vorsichtig. Wenn die jetzt hier gleich irgendwo aus dem Gebüsch rausgehüpft kommt, haben wir keine Chance. Da ist sie. Und ich glaube, das war sie. Also, mit ein paar Schuss aus der Flinte mit explosiver Munition lässt sich auch so ein Panther relativ easygoing erledigen. Aber da habt ihr wieder mal gesehen, der kam da ums Eck geschossen, der war nicht mehr weit von uns weg.
wenn ihr da irgendwie mit dem Rücken zu ihm gestanden hättet, weil ihr euch umgeguckt hättet, wäre es vorbei gewesen. Diese Viecher sind rotzeschnell und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe schon Panther gejagt und auch Pumas gejagt. Das ist echt heftig. Aber wir haben es geschafft. Wir haben den legendären Panther volle Granate erwischt. Wir packen es unter den Arm. Jetzt können wir auch unser Pferdchen wieder rufen. Da kömmt. So, komm her. Wir verstauen das mal. Und damit dem Fell jetzt auch ja nichts passiert, speichere ich gerade mal ab. So. Einmal speichern, bitte. Ich habe nämlich keine Lust, jetzt irgendwie irgendwas kommt und ich das Ganze verliere. So. Dann gucken wir noch mal ganz kurz auf die Karte. Ich weiß jetzt gerade nicht so genau, ob hier irgendwo ein Trapper in der Nähe ist, außer in Saint-Denis. Ja, okay, wir müssen nach Saint-Denis. Das machen wir jetzt auch noch schnell. Da reiten wir jetzt gerade mal hin. Dann zeige ich euch, wo und wie und was ihr mit dem Fell alles anstellen könnt. Ich mache hier einen kurzen Cut. Wenn wir beim Trapper sind, melde ich mich wieder. Bis gleich. Okay, let's take a look at it. So, wir sind jetzt hier beim Trapper angekommen. Ihr seht, Fell des legendären Panthers, $52. Wir verkaufen Boy, the es. things I can make with this. Und dann können wir direkt auf Kaufen All made gehen. to measure. Und dann gucken wir mal. Was ihr natürlich, wenn ihr den Panther, den legendären, erlegt habt, habt ihr natürlich auch die Meisterjäger-Sachen freigeschaltet. Yeah, that can be Die würden reinforced, dann no trouble. so aussehen. Ist jetzt nicht so ganz mein Stil. Ich habe alles vom Banditen eigentlich immer. Das sieht, finde ich, am schönsten aus. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, das hättet ihr dann auch freigeschaltet. Und bei der Bekleidung. Nein, die Hüte will ich nicht. Ach nee, Quatsch, wir müssen ja hier oben auf Bekleidungssets. Da hätten wir dann, glaube ich, bei der Todesrolle. Genau. Fell des legendären Panthers, da hätten wir hier so einen Mantel. Gefällt mir jetzt aber auch nicht so wirklich. Und das war's auch schon, glaube ich, oder? Fischer. Alles Widderkrempel. Ja. Das war's beim Trapper. Genau. Und dann gehen wir jetzt gerade noch mal schnell zum Hehler. Der ist ja auch hier hinten gleich in der Ecke. Dann haben wir das auch noch hinter uns. So. Oder? Halt, da ist die Tür. Hi, Jakob. Und hier gibt es jetzt beim, nee, nicht beim Kaufen, beim Herstellen vielleicht noch was, wenn wir Glück haben. Pantheraugen-Amulett, hier ist es doch. Und das werden wir jetzt auch kaufen. Seht her, zapp, haben wir gekauft. Und ja, jetzt ist nicht mehr allzu viel offen. Für die anderen Sachen brauchen wir meistens noch irgendwas anderes, beziehungsweise wir haben ja noch nicht längst nicht alle legendären Tiere gejagt. Und ja, das war's zum legendären Panther. Ich hoffe, mein kleines Special hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen angenehmen Abend, macht's gut und ich sag tschö mit Ö.